Hallo, im heutigen Video stelle ich euch 5 weitere geile Drogenserien vor. Also Serien, in denen Drogen eine mehr oder weniger signifikante Rolle spielen. Fangen wir an mit der Serie zum Film Limitless. Der 28-jährige Brian Finch bekommt die aus dem Film bekannte Droge NCT täglich in sein Wurstbrot gemischt. Die Mega-Intelligenz, die ihm durch diese Droge verliehen wird, nutzt er, um dem FBI zu helfen, Fälle zu lösen. Ich finde es sehr fein, dass Bradley Cooper, aka Eddie Mora, der Held aus dem Film, ab und zu in der Serie auftaucht. Was ich ebenfalls sehr feiere, ist der Schnitt. Dieser ist übertrieben kreativ, genau wie im Film. Die Serie ist schön kurzweilig und es macht Spaß, sie anzuschauen. Jedoch wurde sie von den meisten Kritikern als eher schlecht bewertet und ich muss sagen, dass ich irgendwie auch verstehe, warum. Man hätte so viel machen können aus einem Charakter, der diese Droge nimmt, aber dann hat man daraus nur so eine Standard-Polizistenserie gemacht, die es schon tausendmal gibt. Bei Serien wie Sherlock haben wir auch einen super schlauen Typ, der auf klugscheißerische Weise Fälle löst. Sherlock ist aber dafür wesentlich besser umgesetzt. Im Film schreibt Eddie Mora erst ein Buch, dann kämpft er gegen so komische U-Bahn-Schläger, dann wird er durch Aktienreich. So ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Einsatzgebiet dieser Superintelligenz wäre deutlich aufregender und innovativer gewesen. Trotz dieser Mängel schaue ich diese Serie schon ganz gerne. Als nächstes auf der Liste haben wir die Netflix Original Serie Chelsea Dawes. Chelsea Handler ist eine Komikerin, die versucht, sich für diese Serie mit den unterschiedlichsten Themen zu befassen und diese zu erleben. Bei Chelsea Dawes Silicon Valley trifft sich Chelsea mit Nerds in Silicon Valley und versucht dort mit ihnen ihre App-Idee umzusetzen, und bei Chelsea Dawes Rocks nimmt sie Drogen, unter anderem Ayahuasca. I'm going to Peru to do Ayahuasca. That's supposed to be one of those transformative experiences. People say that it changes their life. Oh my God. Man hätte das Ganze noch ein bisschen aufregender gestalten können, muss ich zugeben, aber es ist schon sehr interessant zu sehen, wie so ein Ayahuasca-Ritual aussieht und wie man sich auf dieser Droge verhält. Anhand der Tatsache, dass es jetzt so eine Serie gibt, bei der eine berühmte Persönlichkeit sich ein paar Drogen gönnt, zeigt, dass bei diesem Thema gerade ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Everybody abuses so many things. I certainly have. I want to show people what happens when you get fucked up. Diese Chelsea ist außerdem eine richtig süße Schnitte, muss ich sagen. Auch ein legitimer Grund, diese Serie zu schauen. Als drittes in der Liste haben wir Narcos, ebenfalls eine Netflix Original Serie. Ständig fragen mich Leute, Simon, kennst du die Serie Narcos? Das ist so, als würde man Danny Klose fragen, ob er schon mal einen Schluck Heroin getrunken hat. Ja, natürlich habe ich die Serie gesehen. Die Serie Narcos handelt vom Drogenboss Pablo Escobar, der sich ein riesiges Imperium aufbaut. In dieser Serie wird auch mal wieder sehr gut gezeigt, was für dramatische Folgen diese repressive Drogenpolitik hat. Sie erschafft skrupellose Menschen, die tausende Menschen umbringen oder umbringen lassen und welche teilweise mehr Macht haben als der Staat. Your party took money from Escobar. Everyone took money. By the way, it's all American money. Ich wusste ja schon immer, dass Drogenbosse viel Macht haben, aber dass es im Falle von Pablo Escobar wirklich so krass war, konnte ich fast nicht glauben. Ich muss gestehen, dass ich nie so wirklich mit den Charakteren der Serie mitfiebern konnte, weil mir die alle irgendwie unsympathisch sind. Ich schätze die Serie am ehesten wegen dem dokumentarischen Charakter. Es ist interessant und verblüffend, dass das wirklich passiert ist. Gerade wenn man denkt, das haben die bestimmt dazu gedichtet, um das Ganze dramatischer zu machen, folgen wenige Sekunden später Originalaufnahmen von der Zeit, die zeigen, dass das Ganze eben nicht dazu gedichtet wurde. Ich finde es schade, dass man von solchen Dingen nichts im Geschichtsunterricht lernt, aber zum Glück gibt es ja jetzt diese Serie, damit ihr das nachholen könnt. Als vorletztes haben wir die Serie Mr. Robot. Das ist wahrscheinlich die Serie, die die meisten von euch kennen werden, da sie in letzter Zeit ziemlich gehypt wurde und ausgezeichnete Kritiken bekommen hat. Bei Mr. Robot geht es um einen phänomenalen Hacker, der von einem Anarchisten rekrutiert wird, welcher den Plan hat, durch Hacks das System lahmzulegen. What's the project? What if you could set in motion the largest revolution the world will ever see? What are you talking about? The single biggest incident of wealth redistribution in history.
Die Serie hat sehr viel Parallelen zum sehr empfehlenswerten deutschen Film Who Am I und zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme Fight Club. In allen drei Werken spielen Systemkritik und Anarchie eine zentrale Rolle und alle drei Werke wirken von der Farbkorrektur wie ein Projekt von David Fincher. Who Am I und Mr. Robot sind sogar gleich in dem Punkt, dass dort die Revolution überwiegend durch Hacken erreicht werden soll. Doch warum ist Mr. Robot überhaupt in dieser Liste? Die Hauptperson der Serie, Elliot Anderson, ist ziemlich süchtig nach Morphin. Es wird auch mehrmals Ecstasy in der Serie geschmissen. Vor allem die Pilotfolge der Serie ist herausragend geil. Es gibt da kaum eine andere Serie, dessen Pilotfolge da irgendwie mithalten kann. Die Folgen danach kommen zwar nie an den Pilot ran, aber sie sind immer noch sehr spannend. Lobenswert ist auch, dass die Serie das Hacken sehr realistisch porträtiert. Nahezu alle in der Serie gezeigten Interfaces und Befehle gibt es wirklich. Da gibt es keine billigen Hacking-Ladebalken. Mein größter Kritikpunkt an der Serie ist, dass der Twist, den man spätestens ab der dritten Folge vermutet, dann auch wirklich kommt. Dennoch ist die Serie eines der besten Newcomer-Serien des letzten Jahres. Als letztes in der Liste haben wir die Serie Weeds, die aus meiner Sicht auch die beste Serie in der Liste ist. Weeds ist sozusagen Breaking Bad Light. Anstatt Methamphetamin vertickt die Mutter von zwei Söhnen Nancy Botwin, wie man am Titel schon erahnen kann, Wellensittiche. Genau wie bei Breaking Bad ist ein zentrales Handlungselement der Show die Größe der Weed-Operation und der Kampf darum, nicht von den Cops erwischt zu werden. Oft müssen Businesspartner gewechselt werden oder man muss von der Polizei fliehen. Die meisten Serien, die so witzig sind wie Weeds, schaffen es nicht, gleichzeitig ein hohes Maß an Spannung aufrechtzuerhalten. Weeds schafft es aber locker, mit dem Spannungsniveau der ganzen ernsten Serien mitzuhalten und ist trotzdem noch unglaublich witzig. Vor allem der Charakter Andy Botwin ist ein super witziger Charakter. Die Szene, in der er Shane übers Wichsen aufklärt, ist einfach legendär. Also, practice makes perfect, so work on your control now while you're a solo artist. You'll be playing some long, happy duets in the future. All right, class dismissed. Der Charakter von Doc Wilson ist ebenfalls äußerst witzig. Übertrieben feiere ich auch, wie sich der Handlungsstrang des jüngsten Sohns Shane weiterentwickelt. Die Serie scheint immer sehr happy und fröhlich wie eine Familienserie, dann gibt es da aber ein paar sehr düstere und drastische Wendungen, die man echt nicht kommen sieht. Trotz der 8 Staffeln hat die Serie kaum Schwächen und wird mit der Zeit auch nicht schlechter. Eine kleine Schwäche wäre zum Beispiel, dass der Zeitsprung von der vorletzten zur letzten Folge sehr komisch kommt. Es gibt mehr solcher ganz kleinen Mängel, aber die sind nicht wirklich nennenswert. Ihr solltet euch die Serie auf jeden Fall reinziehen, falls ihr sie noch nicht kennt. Ich denke, vor allem meine Zuschauer werden sie lieben. Links zu allen genannten Serien in der Videobeschreibung. Falls ihr denkt, dass ich irgendeine geile Drogenserie vergessen habe, schaut euch noch mein anderes Video an. Dort gibt es 10 weitere geile Drogenserien. Schreibt mir eure Lieblingsdrogenserien und auch eure Lieblingsdrogendokumentationen, weil ich will auch irgendwann ein Video machen zu den besten Drogendokus. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal.